Die Grünen haben auf ihrem Parteitag in Münster zentrale Forderungen für den Bundestagswahlkampf festgelegt. Die Delegierten stimmten für eine Vermögenssteuer, mit der sie die soziale Spaltung der Gesellschaft bremsen wollen. Ab welcher Grenze die Steuer greifen soll, legte die Partei nicht fest. Zuvor hatten die Delegierten beschlossen, für künftige Paare das Ehegattensplitting abzuschaffen. Außerdem verlangen sie ein Ende der Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger. Wer verändern will, muss manchmal lange streiten. Machen wir, sagen die Grünen am Ende aber zu einer neuen Vermögenssteuer. Die Idee, wer viel besitzt, soll dem Staat etwas abgeben. Das gab es schon mal. Die Mehrheit der Grünen will sie für Superreiche jetzt wieder einführen. Wir wollen, dass die Superreichen in diesem Land einen Beitrag leisten zur Finanzierung des Gemeinwesens. Und zwar einen angemessenen Beitrag, liebe Freundinnen und Freunde. Doch da, wo die Grünen regieren, gibt es Widerstand. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann verteidigt die Familienunternehmen. Deren Angst, auch sie müssten für ihre Betriebe Vermögenssteuer zahlen. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg hat eine Verantwortung dafür, dass diese Betriebe in einer guten Verfassung sind und sich am Markt bewähren können. Doch die Abstimmung ist eine Niederlage für Kretschmann. Die Vermögenssteuer kommt ins Wahlprogramm. Doch deren Höhe und wie man Fabrikbesitzer entlasten kann, bleibt unklar. Eine Entscheidung haben die Grünen auch beim Ehegattensplitting getroffen. Sie wollen abschaffen, dass wie bisher für die Berechnung der Steuer von Ehepaaren deren Einkommen gleichmäßig verteilt wird. Die Grünen sagen, das Ehegattensplitting motiviere Frauen, nur wenig zu arbeiten. Wegfallen soll es aber nur für neu geschlossene Ehen. Morgen bekommen die Grünen in Münster umstrittenen Besuch aus der Industrie. Daimler-Chef Dieter Zetsche wird reden. Ein Besuch, den manche Parteimitglieder verhindern wollten.